It's been 15 years since the tragedy in Asheville, so I want to run a front-page story about it for the paper, and I want you to write it. Go to Asheville and learn everything you can about what really happened back in 85. And remember, facts, facts, facts! This job will kill me one day. Ich bin da. Ich hoffe, die haben hier etwas Benzin. Und damit herzlich willkommen in Asheville. Schön, dass ihr beim 12. Teil von Dark Romance wieder mit dabei sein möchtet. Der Teil ist noch gar nicht so alt, er ist relativ neu und ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wir spielen nämlich diesmal eine Journalistin, eine Reporterin. Und wir müssen hier ein bisschen ermitteln. Denn vor 15 Jahren ist hier eine Explosion geschehen in den Minen. Na toll, die Batterie ist jetzt auch noch leer. Okay, das ist ein Waschbär. Süß. Er ist aufgeschreckt. Nein, er ist weg. Schade. Das war ein kurzes Vergnügen. Da schläft jemand. Es sieht so aus, als ob sie keine Besucher mögen. Ich wecke ihn besser auf, ohne näher zu kommen. Ja, wir sollten ein bisschen aufpassen. Der hat eine Knarre in den Händen. Eine Flinte. Wir können 15 Beweise sammeln, $100 sammeln und 15 Fetzen. Okay. Ich hoffe, wir finden alles. Kann man bestimmt leicht was übersehen. Hier geht aber nichts, ne? Man sieht hier auch irgendwie, ja, so Asche oder ich weiß nicht genau. Also Schnee wird es nicht sein. Da ist was. Da habe ich was rausgefischt. Das ist unsere Karte. Ich möchte mich hier nicht verlaufen. Und ein dünner Schwamm. Oh. Hello? Is anyone here? Das ist ganz schön dunkel. Er schläft zum Glück weiter. Ach, das ist so ein Fetzen oder sowas. Nachrichten. Heute wird sich der Magnat J. Bradley mit der Öffentlichkeit treffen. Herr Bradley besitzt mehrere profitable Goldminen und plant, seine Geschäftsgeheimnisse mit den Teilnehmern zu teilen. Ja, das ist so ein Fetzen, ein Zeitungsfetzen. Ich glaube nicht, dass er seine Geheimnisse teilen würde. Ja, schauen wir mal. Verschwinde, solange du noch kannst. Ach, wirklich? Das fühlt sich an wie ein Horrorfilm aus den 80ern. Ja, wir sind hier sehr herzlich willkommen, wie wir merken. Wir müssen unser Auto auftanken irgendwie, aber da fehlt noch was. Was ist unser Auto? Aber wir brauchen noch eine Batterie oder so, ne? Kriege ich die denn jetzt her? Hier komme ich nicht rein. Da ist es stockdunkel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da rein will. Das ist eher die Frage. Ach so, ich mops mir die Batterie einfach hier raus. Merkt keiner. Ich leihe sie mir nur aus. Ich gebe sie irgendwann zurück. Vielleicht. Wunderbar. Howdy, I'm Ben. I own the place.
Well, your car suffered big time. I tell you what, you're lucky you made it here. This area ain't friendly to visitors. So, you a reporter? Hear about the mines, huh? Yeah, I still feel the effects of that explosion today. There are new cracks all the time. The sky is full of ash. You ain't the first reporter around here, you know. Most of them started Robert Lawson's apartment. Lawson was a local historian. He gathered books and whatnot. The address is 13 Blue Pine Street. Here's the nozzle. Go ahead and fill up your tank. But keep it moving. I still got work to do here. Okay, wir haben eine Kraftstoffdüse. Reporter kommen also oft hierher, aber das Geheimnis dieser Explosion bleibt bestehen. Aber warum wurde es noch nicht aufgedeckt, wenn so viele Reporter ja hierher kommen? Das ist die Frage. So, aufgetankt haben wir schon mal. Das ist gut. Ah, hier können wir auch ran. Da ist ein Bommel dran. Eine Lampe. Die funktioniert auch noch. Ich weiß zwar nicht, warum ich eine Lampe dabei habe, aber ja gut, wir müssen ja vielleicht auch in die Minen rein. Da ist natürlich auch dunkel, da ist eine Lampe ganz gut. Jetzt kann ich mir Notizen zu allem machen, was ich finde. Ich hoffe, ich sehe okay aus. Ich sollte den Spiegel reinigen und es überprüfen. Ja, das ist eigentlich dein geringeres Problem, wie du gerade aussiehst, aber gut. Hier haben wir noch unsere Handtasche, unser Mäppchen. Wenn ich befördert werde, kaufe ich mir schöne Accessoires. Ja, hast du auch bitter nötig scheinbar. Aber jetzt können wir hier rein. Denn wir haben Licht. Ein Wimmelbild wird das. Ja, das ist ganz cool gemacht, dieses Wimmelbild. Wir müssen zwei Sachen kombinieren, um dann das Wort zu finden. Also 30 plus 70 sind zum Beispiel 100. Da. Monatsmitarbeiter. Da ist er hier drauf. Da ist Ben. Ja, wahrscheinlich ist er der Einzige, der hier arbeitet. Dann haben wir wahrscheinlich eine Explosion. Das ist da. Und Wasser plus Feuer könnte ein Feuerlöscher sein. Jonathan Bradley, the mine's owner, took this in to the victim's families. He was put in here, but released when it was ruled an accident. Okay, da haben wir die Uhr. Also Jonathan Bradley ist der Besitzer der Mine. Er wurde in Handschellen gelegt, kam aber wieder frei. Als festgestellt wurde, dass es ein Unfall war. Alles klar. Na dann, haben wir hier Handschellen. Achso, irgendwo sind die unter. Da. Found in the mine showed flawed calculations of the mine's depth, but all the photos taken after the explosion were entered into police evidence. The damage was widespread, forcing locals to evacuate their homes. Ja, die Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Und ja. Denn die Explosion war so stark, dass sie fort mussten. Rumors persist that the blame lies on Bradley. His critics allege that he ignored safety regulations for and the arson was committed to cover his. Genau, das war ein Kleiderständer. Ich muss ja mal gucken hier. Ach, das waren die Schultern. Aha. Da ist das Geld und die Spuren. Eine Kassette, Code 4366. Ah ja, 4366. Alles klar. Dann haben wir etwas bekommen. Glasreiniger. Ich hoffe, ich habe hier soweit alle Sammelobjekte. Ich weiß gar nicht, wie das auszusehen hat. Wir hatten ja eben so einen Fetzen gefunden. Und 15 Beweise fehlen noch. Vielleicht, ja, mal gucken. Das sind natürlich auch kleine Dinge bei. Hm, lecker. Ein Pudding. Oder Panna Cotta oder wie auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas Leckeres auf jeden Fall. Das machen wir einmal sauber. Und das ist Luis.
Ich sehe gut aus für jemanden, der gerade einen Autounfall überlebt hat. Ich habe nur einen Ohrring verloren. Vielleicht sollte ich den anderen auch entfernen. Ja, dann machen wir den ab. Ah ja. Und das ist für deine kleine Handtasche. Louise Mitchell. Das ist ihr Presseausweis. Louise Mitchell, Journalist, Herausgeber, immer auf dem neuesten Stand. Das nehmen wir auch mit. Du hast aber ganz schön viel drin. Da ist noch eine andere Person. Das könnte Robert sein. Der war ja Historiker, irgendwie so. Zu denen sollen wir ja. Da sind auch andere Journalisten hingeschickt worden, scheinbar, weil hier waren ja schon einige. Na gut, wir fahren mal los. It's the evening news on Main Radio 103.6 FM. FEMA is issuing a warning to residents about heavy rains tonight. Be careful and don't leave your home unless absolutely necessary, especially for people in the Asheville area, as flooding may cause road surfaces to fragment. Zwei Hunde. Da ist noch ein anderer Mensch. Und er wird, ja, von diesen Hunden belästigt. Aber das ist erstmal ein Fetzen. Serienmörder gefunden. Ein Serienmörder wurde gestern festgenommen. Er versetzte die Stadt monatelang in Angst und Schrecken und tötete Fremde auf der Straße. Die Behörden fanden heraus, dass es kein anderer als Harry Blackwood, der sympathische Leiter von Happy Breakfast Cereal, war. Ja, dann wissen wir, woher er das Fleisch hat für sein leckeres Frühstück. Zum Beispiel Eier mit Speck, ne? Zum Beispiel... Ich sollte einen Schlauch anbringen und die Hunde mit Wasser erschrecken. Ja, wir müssen ihm irgendwie helfen. Mehr kann ich auch gar nicht machen. Ich muss ihm, glaube ich, helfen, ne? Schauen wir mal, wer das ist. Oh, aber irgendwie hält das nicht. Mit der Klemme vielleicht. Ja, das hält besser. So, es wird ein bisschen spritzig jetzt. Und nass. Da sind sie weg. Boy, am I lucky you came along. Thanks. I'm Nathan, the reporter from Channel 6. We're doing a story about the explosion. Did the guy from the gas station send you here? Same here. He said a historian lived there. I tried to get inside, but this bus is blocking the door. And then those dogs showed up. Let's work together to get inside. If you help me, I'll share some of what I recorded. Here, I thought this might be useful. Er ist also auch Reporter und er will uns helfen. Alles klar. Wir haben Schlüssel. Wir sind Kollegen, also sollten wir uns gegenseitig helfen. Ey, der filmt mich. Ich möchte nicht gefilmt werden. Schauen wir mal, jetzt können wir uns hier nämlich umgucken. Das ist eine Spinne. Weg ist sie. Mit ein paar Münzen und Roberts Nummer kann ich ihn anrufen und seine Wohnung finden. Ja, da steht aber gar nicht sein Name drauf, ne? Toll. Woher kriege ich jetzt die Nummer? Hast du die Nummer? Maybe we can get in through a window? Achso, ja. Da, wie süß. Sie waren in den 80ern sehr beliebt. Okay. Ich muss nur ein Kabel hinzufügen, damit es funktioniert. Der Schlüssel scheint hierfür zu sein, aber die Kabel sind hinüber. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich zu filmen? Ich will das nicht. Ich habe ein Recht auf meine Privatsphäre. Lieber Robert, ich schütze unser Fahrrad vor Diebstahl. Der Code ist das Gründungsjahr der Stadt. Als Historiker und die akribischste Person der Welt kannst du ihn sicherlich herausfinden. Alles lieber, Cheryl. Ziemlich klug, ich kenne das Jahr nicht. Ich auch nicht. Das ist Pech. Na gut, da kommen wir erstmal nicht ran. Vermisst, Cheryl Lawson. Cheryl, da haben wir doch gerade drüber gelesen. Also sie hat den Brief an Robert geschrieben. Musiklehrerin an der Whitetail Elementary School. Wenn Sie Informationen über Ihren Aufenthaltsort haben, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Nummer. Robert Lawson, das ist seine Telefonnummer. Also entweder ist das seine Ehefrau oder Schwester oder irgendwie eine Bekannte. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir vielleicht noch in Erfahrung bringen. Aber wir haben die Nummer von Robert. Das ist ein Dollar. Ein Dollar haben wir gefunden.
Wir sind reich. Ich brauche etwas, um diesen Rost zu entfernen. Und da haben wir nichts. Aber wir haben einen Handschuh, um das hier wegzumachen. Dann können wir nämlich ein paar Dinge einsammeln. Schnur, Armband, 3 Münzen haben wir jetzt und einen Nagelschneider. Dann gehe ich erstmal eine Runde telefonieren. Und wir geben die Nummer ein. 668-555-2375. Ganz altmodisch an einer Telefonzelle. Oh, was da passiert? Ja, das Telefon ist auch ein bisschen hinüber. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich erhofft habe. Schauen wir mal. Dann aktivieren wir den mal. Der filmt mich immer noch. Ein bisschen unangenehm. Ei, ein Rätsel. Leitern. Erstelle einen Pfad zur Wohnung. Um Brücken und Leitern zu bewegen, musst du die Hebel an den Schaltkästen auswählen. Du darfst Kästchen nur auswählen, wenn deine Lichter grün sind. Sobald du einen Pfad gebildet hast, drücke die Pfeiltaste, um vorwärts zu gelangen. Okay, nur da, wo grün ist. Die darf man dann betätigen. Ach so, da kommen wir nicht hoch. Ah ja, ganz cool gemacht. Ja, das ist ganz, ganz cool. Jetzt können wir da hoch. So. Wenn wir Robert nicht erreichen, dann müssen wir halt zu Robert gehen. Who or what could be in there? You open the door and I'll knock them out. Okay, ich werde ruhig bleiben und die Türen öffnen. Ich hoffe, dahinter steckt nichts Unheimliches. Die Wohnung sieht aber sehr verwüstet aus, ne? Also, das ist ja alles kaputt und zerstört hier. Wohnt Robert hier überhaupt noch? Toll. Was hat sich da jetzt bewegt? What's this? Keine Ahnung. Well, it's a diary. But it's empty. I was excited for a second there. Ja, ich war auch schon ganz aufgeregt. Lüge. Da stand eben Lüge. Er ist weg. Ich muss mich konzentrieren. Diese Halluzinationen sind einfach albern. Nein, ich wollte nicht raus. Ich will wieder in Roberts Wohnung. Ich will mich ein bisschen umgucken. Eine Fliege. Wir brauchen das richtige Werkzeug. Okay. Da ist erstmal was. Da haben wir noch einen Dollar. Aber ich sammle erstmal. Da hat sich was bewegt. Ah ja. Ein Morph-Objekt. Brosche der Liebe. Diane Lee wurde schuldig, ihre 7 Ex-Ehemänner nach ihrer Scheidung ermordet zu haben. Sie hat angeblich eine Brosche an den Kleidern der Opfer angebracht, was das Symbol ihrer endlosen Liebe war, wie sie vor Gericht erklärte. Ah ja. Interessant. Finde ich ganz cool gemacht hier, so die Fetzen und die Beweise. Da stecken so andere, Fälle hinter. Ich wette, ich könnte den Dampf mit einer Mutter und dem richtigen Werkzeug regulieren. Ja, da habe ich noch gar nichts. Robert hat seine eigenen Ermittlungen zur Explosion durchgeführt. Jonathan Bradley. Menschen verschwinden nach der Explosion in Asheville. 5. Mai. Sie fanden Beweise gegen Bradley. Die Straßen stürzten aufgrund einer Explosion in den Minen ein. 6. Mai. Er verließ die Stadt in Eile. 4. Mai 1985. Explosion in den Minen von Jonathan Bradley. Fehler in der Tiefe der Bergbauberechnungen. Aufschreiben. Da haben wir das Tagebuch, das können wir nutzen. May 4th, 1985. Explosion in mines. The town starts collapsing. The facts suggest that it was Jonathan Bradley's fault. What the? Who's writing this? An explosion? But today's May 4th. Good night, Miss Mitchell. No one can know the truth. Bitte? Hä?
What was that? Whoever it is, maybe they'll write back. Jonathan Bradley bought this block of apartments for further mining. We have 2 days to evacuate, but no one wants to leave their homes, so the residents are all going to protest Bradley's plans. No reply. Was ist jetzt passiert? Hey, Robert, are you still at home? You need to get to the bowling club. The protest is starting. Ja, hallo? Ui, auf einmal sieht Roberts Wohnung ganz anders aus. Viel wohnlicher. Und einladender. Und anders. Und irgendwas ist mit Louise Mitchell passiert. Sie wurde irgendwie angegriffen? Ja. Und irgendwie spielt das Ganze jetzt ein paar Jahre zuvor. Wir haben einen Zeitsprung gemacht. Da hat man eben so einen Kalender gesehen. Da sehe ich auch noch was. Verlorener Reichtum. Eine scharfsinnige Buchhalterin hat Milliarden in ihre eigene Tasche verschwinden lassen. War auf dem Weg nach Griechenland, als sie am Flughafen festgenommen wurde. Da haben wir ein weiteres Objekt gefunden. Ja, sieht ja gleich viel wohnlicher aus hier. Huch. Getroffen. Dann nehmen wir ein paar Sachen mit. Die wahre Geschichte von Maine. Von Robert Lawson. Mein Buch. Ich bin so stolz darauf. Das nehme ich auch noch mit. Und da ist ein Dollar. Wunderbar. Okay. Ja, das war doch irgendwie klar, dass das passiert. Es muss etwas geben, das mir hilft, einen besseren Griff zu bekommen. Ich gucke mir erstmal hier um. Ich hoffe, ich kann meine Musik beibehalten, ohne dass sie von Gier beeinträchtigt wird. Cheryl. Ich verspreche dir, das wird es nicht. Das ist also Cheryl. Da gehören Batterien rein. Da habe ich aber jetzt noch keine. Wie ist das da reingefallen? Ich brauche etwas Langes und Dünnes, um da ranzukommen. Alles klar. Ein Vogel. Und ein Dollar. Da habe ich schon mal eine Batterie. Sushi. Hast du Hunger auf das Sushi, wa? Ey, weg da. Mal sehen, ob du guten alten Rock'n'Roll magst. Ich habe eine Schallplatte. Die legen wir mal auf. Ich könnte Musik einschalten, während ich mich fertig mache. Oh, aber wo ist der Anti-Skating-Knopf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das dafür ist. Da ist auch so eine Spielkonsole. Man sieht die jetzt nur so halb. Und hier steht auch Domini-Games. Voll cool gemacht. Das ist cool gemacht. Ui. Man kann auch immer ein paar Sachen irgendwie berühren und dann passiert da irgendwas. Und es ist nicht mehr zum Umdrehen. Alles klar. Ich sollte die Heftklammern entfernen. Da ist der Knauf für. Ein Rätsel. Darum kümmern wir uns aber im nächsten Part. Wir spielen aktuell Robert Lawson und befinden uns in der Vergangenheit. Scheinbar gibt es einen Unterschied zwischen Louise und Robert, dass das verschiedene Zeitzonen sind. Also das eine spielt jetzt in der Vergangenheit und das andere ist dann quasi das Jetzt, sag ich jetzt mal, also die Gegenwart. Und ich bin gespannt, was da noch so passieren wird. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, Louise geht es gut, denn sie wurde angegriffen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zusehen und wenn ihr mögt, dann seid beim nächsten Mal mit dabei. Es bleibt auf jeden Fall spannend.